Hallihallo und herzlich willkommen zum letzten Update in diesem Jahr hier auf Schattenwolf TV. 2020 war natürlich für uns alle irgendwie ein ziemlich besonderes Jahr, vor allem leider in sehr negativer Hinsicht. Aber wir haben uns im Team diese Woche mal zusammengesetzt und so ein bisschen rekapituliert, was wir dieses Jahr denn alles an positiven Sachen geschafft haben. Und da sind uns tatsächlich doch einige Sachen eingefallen. Und deswegen möchten wir in diesem Update auch ein bisschen positiv zurückblicken, was 2020 doch so an guten Sachen gebracht hat. Natürlich zum einen haben wir Schattenwolf, den Kanal, hiermit ein bisschen wiederbelebt und möchten natürlich 2021 da auch ein bisschen mehr noch dran schrauben. Wir haben unseren Discord-Server gestartet und sind überwältigt von den Leuten, die da sind, also unsere Community. Werde ich heute, glaube ich, noch ein paar Mal mich bedanken, wie großartig ihr bei den ganzen Sachen mitmacht, auf dem Discord diskutiert, auch in welcher Diskussionskultur das Ganze stattfindet. Also das ist alles sehr toll. Wir haben ausprobiert, mit dem Minecraft-Server so ein bisschen was zu machen, ein bisschen spielen. Das ist zeitlich immer ein bisschen schwierig, aber wir versuchen da nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zu machen. Dann haben wir natürlich mit Twitch angefangen. Wir sind jetzt tatsächlich im Livestream-Game angekommen. Macht uns auch viel Spaß. Und da seid ihr auch großartig mit dabei immer. Und es ist für mich persönlich immer jetzt am Mittwoch immer sehr cool, dass man mit Leuten, die man öfter sieht, die immer wieder kommen und gerne dabei sind und sich gerne beteiligen und sowas. Das macht sehr viel Spaß und das ist eine großartige Sache, die 2020 gebracht hat. Was haben wir noch 2020? Natürlich, wir haben unseren Merch-Shop an den Start gebracht. Das hat uns viel Arbeit und Schweiß gekostet, tatsächlich bis zu dem Punkt. Und auch da sind wir überwältigt, dass die Sachen tatsächlich gekauft worden von euch, dass ihr das geil findet mit dem Logo. In Zukunft. Tschüss, Sender. 2021 haben wir da auch noch ein paar Pläne für, dass wir neue Sachen reinbringen werden, verschiedene Kollektionen, bisschen weg von dem ganzen Logo-Kram vielleicht auch, dass es coole Klamotten sind, die fair gehandelt sind. Das ist uns natürlich immer sehr wichtig. Ich glaube, das können wir gar nicht oft genug betonen. Und ja, seid gespannt, was im Shop noch kommt. Auf jeden Fall auch eine ganz große Sache, die dieses Jahr passiert ist. Und natürlich, das ganz große Ding ist natürlich Cinema Strikes Back. Auch da haben wir eigentlich ein ziemlich gutes Jahr hingelegt. Auch wenn man bedenken muss, die Kinos sind zum Großteil des Jahres geschlossen gewesen. Es gab kaum neue Filme im Kino. Aber auch da seid ihr uns treu geblieben. Wir konnten auch ein paar neue Leute mit auf den Kanal ziehen. Wir haben 250.000 Abonnenten geschafft. Das ist großartig. Und damit können wir auch hier verkünden, ganz offiziell, Cinema Strikes Back geht in die nächste Staffel nächstes Jahr. Das sind ja immer jahresweise, immer sind wir da bei Funk. Und ab Februar startet dann offiziell Staffel 4 schon von Cinema Strikes Back. Es wird ein paar Änderungen geben, aber ich glaube, da werden wir euch auf dem Kanal selber vielleicht noch ein paar Infos geben. Das liegt aber alles jetzt noch tatsächlich so Januar, Februar. Da können wir uns dann drauf konzentrieren. Genau. Und damit nochmal herzlichen Dank an alle Leute, die das möglich gemacht haben, sei es jetzt hinter den Kulissen, sei es im Schnitt, in der Organisation, von allen Sachen, von denen wir gefördert werden, die uns auf der geschäftlichen Basis unterstützen und coachen oder uns menschlich weiter voranbringen. Und natürlich ganz großes Dank an die Community da draußen, denn ohne euch wäre der ganze Kram natürlich nicht möglich. Cool, dass ihr dabei seid und hoffentlich 2021 auch noch dabei sein werdet. Was ist denn so letzte Woche passiert auf Schattenwolf? Wir hatten einen Stream auf Twitch, der Mittwoch. Hat wieder viel Spaß gemacht. Wir haben Kekse gegessen. Die anderen Streams sind leider ausgefallen, weil wir ein bisschen hart in Arbeit drinstecken, was die Firma angeht. Dazu werdet ihr im Laufe des nächsten Jahres auch viele Sachen sehen. Ich glaube, dass da viele Sachen, die wir gerade so planen, wo viel Zeit drauf geht, tatsächlich nächstes Jahr auch sichtbar machen werden. Unter anderem haben wir vor, in ein größeres Büro zu ziehen. Das heißt natürlich, wir sind YouTube, da wird es ein Vlog irgendwie wahrscheinlich zu geben. Aber das alles ist natürlich noch Zukunftsmusik. Wir haben jetzt auch Betriebsferien. Das heißt, ne, das letzte Update diese Woche. Nächste Woche
gibt es dann noch ein Video auf Schattenwolf, nämlich endlich das Video über die Analogkamera ist, wenn ich dieses Video gerade drehe, gerade im Schnitt bei Leo und ist nächste Woche dann hier auf diesem Kanal zu sehen. Bei Twitch sind wir auch quasi im Urlaubsmodus, aber vielleicht machen wir hin und wieder spontan einen Stream. Folgt uns deswegen auf Twitter und auf Instagram, da kündigen wir das an. Und natürlich behaltet den Zeitplan auf Twitch im Auge. Da schreiben wir natürlich auch rein, wenn wir planen, live zu gehen. Ansonsten reguläre Streams dann wieder ab der ersten Kalenderwoche 2021. Auf Discord geht's aber natürlich noch weiter. Wir haben ein neues Thema der Woche. Letzte Woche war es Natur und diese Woche ist es 2021. Was habt ihr geplant? Hofft ihr, dass alles besser wird? Was habt ihr aus 2020 gelernt, was ihr 2021 anders machen wollt? Seid ihr jemand, der sich Vorsätze vornimmt und die dann nicht umsetzt oder doch umsetzt? Was sind da so eure Pläne für 2021? Was ist, wenn wieder alles mehr möglich ist nächstes Jahr? Schreibt es gerne bei uns in Discord zum Thema der Woche. Der Film der Woche auf Discord lautet dieses Mal Catch Me If You Can mit Tom Hanks und Leonardo DiCaprio. Da wird diese Woche fleißig drüber diskutiert. Und die Hausaufgabe für nächste Woche lautet passend zu Weihnachten Gremlins. Schaut euch Gremlins an und Gremlins 2 lassen wir auch direkt mal mitgelten. Schaut euch den Film an und diskutiert gerne mit über diesen Film. Im Schattenwolf-Shop haben wir ab dem 24.12. ab 0 Uhr geht's los. Ein spezielles Angebot für euch. Wenn ihr einen Bestellwert von 50 Euro erreicht, schenken wir euch noch eine Tasse von Schattenwolf obendrauf. Also schaut da mal vorbei. Schattenwolfshop.de. Und das war's mit dem letzten Update auf Schattenwolf für dieses Jahr. 2021 geht es in gewohnter Art und Weise weiter. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr mit dabei seid. Schaut auf CSB vorbei, schaut auf Schattenwolf weiter vorbei im Discord, Twitter, Instagram. Ihr kennt das Spiel und ich freue mich darauf, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Hier auf Schattenwolf TV.